die letzte Entscheidung hier in den Ring ist gefallen und ich bitte anzuführen die Katalognummer 195. Entschuldigung. Sie führt für mich ganz klar diese Klasse der älteren Kühe hier an. Sie ist für mich die ausbalancierteste Kuh. Sie ist nicht die größte, sie ist gut mittelrahmig. Sie präsentiert sich hier sehr frisch im Körper. Sie hat eine sehr schöne, feste Oberlinie. Die zeigt sich mit sehr viel Milchcharakter im Hals, über die Schulter hinweg. Sie weist eine schöne, schräge, offene Rippe auf. Sie bewegt sich auf tadellosen Fundamenten. Sehr gute, trockene Sprunggelenke. Eine sehr gute Fesselung, eine extrem saubere, geschlossene Klaue. Und das Prachtstück an dieser Kuh ist das Euter. Sie trägt den Euterboden deutlich über dem Sprunggelenk. Das Euter ist sehr gut aufgehangen im Hintereuterbereich, sehr hoch, sehr breit. Im Vorderäuterbereich ebenso. Die Zitzen sind mittig platziert unter den Vierteln. Und gerade die Gleichmäßigkeit der Euterviertel im Hintereuter waren der Ausschlag, sie vor der Katalognummer 200 zu platzieren. Ich will diese mal anführen. Diese große, rahmige, dunkle Kuh, die sich hier ebenfalls auf sehr guten Fundamenten präsentiert, mit einer sehr schönen Oberhand, einer sehr guten Beckenpartie. Und sie zeigt mir heute etwas mehr Milchtyp und trägt den Euterboden etwas höher als die Katalognummer 202. Das ist, denke ich, hier das älteste Tier dieser Schau. Das muss man schon hochachtungsvoll anerkennen, dass eine Kuh, die so viele Abkalbungen hat, sich hier so tatenlos, so perfekt auf ihren Fundamenten bewegt. Und diese Fundamente, hauptsächlich die Sprunggelenksqualität, waren der Ausschlag und ebenfalls der Milchcharakter, waren der Ausschlag, sie vor der 198 zu platzieren. 198 aufgrund, Entschuldigung, 198 aufgrund von mehr Frische, von mehr Festigkeit im Vorderäuter, vor der Katalognummer 199 und 199, weil sie mir heute etwas mehr Milchcharakter zeigt, etwas mehr Qualität in den Sprunggelenken. In der Hinterbeinwinklung habe ich sie hier vor die Katalognummer 201 gesetzt, die diese Klasse abschließt. Ich darf mich recht herzlich bei den Betrieben für die Präsentation dieser Tiere bedanken und Sie um einen kräftigen Applaus bitten. Dankeschön.